So, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, Boys and Girls, wie geht es euch? Was geht ab? Wie ist euer Wochenende bis jetzt gelaufen? Ich hoffe, ihr habt die Woche bis dato gut überstanden und seid wunderbar ins Wochenende reingerutscht, ins lange Wochenende, denn Montag müsste ein Feiertag sein. Genießt es auf jeden Fall und schaut euch dieses Video in voller Länge am besten an und bleibt vor allem gesund, denn das ist die Hauptsache. Herzlich willkommen zur nächsten Rammstein-Reaktion und ja, vielleicht habe ich mich hier und da ein bisschen verkalkuliert. Für heute wäre eigentlich ein anderes Rammstein-Video geplant gewesen, nämlich die Reaktion auf Zickzack. Das haben wir auch noch nicht abgecheckt, plus zwei andere Songs, die wir quasi noch chronologisch mit den Musikvideos abchecken müssen. Allerdings habe ich mir gedacht, hey, wir sind ja Dienstag sowieso live, kommt da gerne vorbei, Twitch-Links in der Beschreibung. Wir geben uns da dienstags nur Rammstein hauptsächlich. Und da wollte ich eigentlich mit euch zusammen Zickzack mir anschauen. Und dementsprechend muss ich jetzt den Samstag und den Dienstag videotechnisch mit Rammstein ein bisschen überbrücken. Aber das ist ja gar kein Problem, weil die neue Tour ging los vor ein paar Tagen in Litauen. Genauer gesagt in Vilnius 2023. Und wir starten hier auch wieder mit dem Intro rein. Mit Rammlied. Viele haben mir gesagt, hey, du musst dir auch die neue Tour dann anschauen. 2023, andere Outfits, andere Locations, dies, das, bieb, boop. Machen wir auf jeden Fall. Gar kein Problem. 5,5 Minuten. Liken, Support, Skamort. Schöne Grüße gehen an. Jeder lacht raus. Der Bruder macht wirklich sehr, sehr gute Videos. Und dementsprechend fangen wir heute mit dem Opener an. Nämlich Rammlied. Ihr habt die Reaktion sehr gefeiert, hat mich sehr gefreut. Und ihr habt mir gesagt, eine Zeit lang gab es einen anderen Opener. Jetzt wurde aber wieder auf Rammlied umgeschwenkt. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Halt, stopp, ganz kurz, wie ihr jetzt schon unschwer mitbekommen habt, habe ich mich ein bisschen verkalkuliert. Ich brauche noch ein Video quasi für Dienstag. Jetzt die Frage an euch, auf was soll ich reagieren? Soll ich noch auf ein kleines Video aus diesem Jahr reagieren? Von der neuen Tour? Oder soll ich mir irgendeine Doku reinziehen oder sowas? Das Video sollte nicht zu lang gehen, aber hier gerne mal Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Jetzt viel Spaß mit dem Video. Boah, das ist schon sehr interessant, das zu sehen. Ich versuche wirklich ein bisschen weniger zu stoppen, ein bisschen mehr laufen zu lassen. Ich versuche es. Außer ich verfall wieder ein bisschen in den Nerd-Talk, dann verzeiht mir das auf jeden Fall. Aber dann könnt ihr ein bisschen vor- oder zurückskippen. Das ist jetzt sehr interessant zu sehen, weil wir haben Rammlied einmal bis jetzt abgecheckt im Madison Square Garden vor einem guten Jahrzehnt. Und es war in einer geschlossenen Halle mit einer anderen Bühne, ein ganz anderes Setup, ein ganz anderes Opening. Jetzt hier mit der neuen Bühne wird es ein ganz anderer Schnack nochmal, glaube ich. Oh, okay, das ist cool gemacht eigentlich. Das ist so ein ganz anderes Opening, wie wir es bis jetzt gekannt haben oder wie ich es bis jetzt kennenlernen durfte im Madison Square Garden vor so circa, ne, 13 Jahren oder sowas. Wie gesagt, ne, ganz andere Zeit gewesen, auch noch nicht die Bühne gewesen. Du hast natürlich auch mit dieser Bühne, guck mal, was das für ein Koloss ist, Digga. Allein dieser Riesenaufzug, das sieht aus wie so ein Lastenaufzug, wo du irgendwie so eine Tonne oder so mit transportieren kannst. Beruhigt euch, ich wollte nicht damit sagen, dass Till jetzt irgendwie ein paar Kilo zu viel hat. Um Gottes Willen, nein, ne? Ich wollte nur damit sagen, dass die Konstruktion generell etwas was sehr majestätisch und mächtig aussieht. Passt zu Rammstein, sage ich so, wie es ist. Auch interessant zu sehen. Es sieht so aus, als ob der so vor einem Pult steht und gleich irgendwie zu so einer riesen Menschenmasse spricht. Wisst ihr, ich meine, bei jeder Pressekonferenz oder sowas, bei jedem Interview, bei jedem größeren Interview, aber gerade auch im Sport, wenn irgendwie Pressekonferenzen danach oder vor dem Spiel gehalten werden, hast du auch so etliche Mikrofone von jeglichen Sendern, ARD und das Erste und weiß Gott was, ne? Hier sieht es gerade auch so aus, als ob er gerade jetzt gleich zu seinem Volk spricht. Wisst ihr, ich meine, mit so 5 Mikrofonen, auch mit einer ganz neuen Frise, sehr schöne Aufmache. Oha! Er leuchtet auch hier immer noch aus dem Mund. Also das ist gleich geblieben. Auch diese Chorelemente, die quasi Till jetzt gerade nur begleiten. Dieses oh, 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 was Flak in dem Fall wahrscheinlich spielt. Super majestätisch auch irgendwie.
Aber jetzt eine ganz kurze Frage, vielleicht auch eine dumme Frage, ich weiß es nicht ganz genau, ihr werdet mich das wahrscheinlich früh genug in den Kommentaren wissen lassen, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Fanden die Auftritte die Jahre zuvor später statt, also zu einer späteren Uhrzeit, oder beginnt die Tour einfach nur ein bisschen zu früh vielleicht, in Anführungsstrichen, um halt eben dieses Opening so rüberzubringen, wie man es eigentlich rüberbringen könnte, weil es ist ja noch nicht komplett dunkel, oder? Es wäre ja von Vorteil, wenn es irgendwie zur späteren Stunde gespielt worden wäre, oder so im Spätsommer, wo es halt ne, ein bisschen noch früher wieder dunkel wird, dann hätte man auch sehr gut den leuchtenden Mund von Till gesehen. Sieht man auch so, also auf dem Video sieht man das sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie das in echt rübergekommen ist. Aber das ist ja dann irgendwo so ein bisschen schade, wenn so ein Element dann nicht so rüberkommt, aufgrund Mutter Natur, sagen wir mal so, wenn es irgendwie jetzt ne, noch zu hell ist. Flagge, Junge, Flagge! Boah, da knallt die Snare schon ordentlich von Christoph gerade, ne? Also bei den anderen Auftritten ja sowieso auch und vor allem auch bei der Studio-Version, ne? Das wird gemischt gemastert und da guckt man schon, dass jedes Element irgendwie schon ordentlich knallt so. Aber hier auf der Aufnahme knallt die Snare gerade richtig, richtig krass. Scheppert ordentlich. Jetzt mal ganz kurz, ne? Ich wollte jetzt nicht direkt auf das neue Outfit von Oliver eingehen, aber hier sieht man das perfekt eigentlich. Es gibt keine bessere Aufnahme. Was zum Teufel soll das sein? Soll das wieder nur so ein Hingucker sein? Ist dem Mann einfach zu kalt in Litauen gewesen? Es sieht aus wie so eine Daunenjacke oder irgendwie sowas. Zieht er das später im Verlauf des Auftritts quasi aus oder lässt er das komplett an? Es sieht nicht nur irgendwie warm aus, sondern da kommt wahrscheinlich auch keine Luft hin. Ergo, wenn du dich irgendwie ein bisschen körperlich betätigst, auch wenn du so normal stehst, die wird sehr warm und es sehr schnell. Die wird sehr warm, sehr schnell und das kann man eigentlich nicht gebrauchen, wenn man da zweieinhalb Stunden komplett abliefern muss eigentlich, oder? Aber es sieht abgespaced aus, keine Frage, mit so einer Brille noch irgendwie auf, mit so einer VR-Brille, so wie das aussieht. Also Oliver hat sich hier rein äußerlich zur Tour am meisten verändert, oder? Paul, wie immer, gleich Topfschnitt am Start, logischerweise. Till, Irokese, okay, könnte man auch argumentieren, ist neu. Flake, wie immer, in Gold einfach, komplett in funkelndem Gold. Und Richard, glaube ich, auch nochmal. Christoph sowieso. Tritt er immer mit diesem Jackett auf, mit dieser Jacke auf? Er zieht die logischerweise aus. Also, ne, Till wird's warm, auf jeden Fall, ne? Der kann das Ding nicht irgendwie zweieinhalb Stunden tragen. Darunter ist sein gewohntes Outfit quasi, was wieder irgendwie 3 Tonnen wiegt oder so. Da drum noch irgendwie so ein Gürtel, den habe ich auch noch nie gesehen. Also, ein paar Neuheiten sind schon dabei, zumal das Mikrofon auch anders aussieht. Die Maglite sieht nicht mehr so massiv aus. Also, gerade hinten raus irgendwie, als ob da auch Feuer rauskommen könnte oder weiß Gott wie, ne? Aber das wäre zu gefährlich, um Gottes Willen. Rammstein macht ja nie gefährliche Sachen. Hier sieht man das Kabel aber sehr gut. Das Kabel sieht man hier sehr gut. Hier wurde sich nicht die Mühe gemacht mit diesem Federkorsett oder sowas. Also es sollte ja, also ihr habt mir gesagt, es sollte wirklich damals die Technik irgendwie für das Licht verbergen so. Und dass dieses Federkonstrukt nach dem Intro nach dem Opener auch wieder ausgezogen wird von Till. Bist du weit am Unterlein? Wir sind hier, halte euch! Wie Flak einfach da steht, er steht einfach da mit seinem Synth. Er spielt nicht mal was. Er ist einfach da so. Er ist einfach da. Das reicht schon bei Flake. Seine pure Anwesenheit auf der Bühne bringt den Menschen einfach, bringt den Zuschauern einfach pure Freude ins Gesicht irgendwie. Er ist einfach da. Ihm geht's gut. Er hat Spaß. Also, man weiß nicht genau, ob er Spaß hat, aber guck dir mal an. So sieht ein glücklicher Mensch aus, sag ich so, wie es ist. Oliver sieht schon krass aus. Zumal ja auch Oliver so 2 Meter ist, irgendwie sowas, ne? Um die 2 Meter, auf jeden Fall gute 2 Meter. Da kommt das Kostüm halt nochmal viel krasser rüber irgendwie. Ich finde das Kostüm irgendwie, es passt zu Oliver und zu Rammstein, aber sehr abgespaced irgendwie. Ich finde es cool.
Mach mal dein Handy da weg, Mann! Manche fühlen, manche wollen den bösen Wähler gutes Spiel. Auch guck mal, wie schön das Schlagzeug aussieht. Also auch optisch ist das ein brutaler Hingucker einfach. Wirklich. Super schön. Irgendwann gehe ich da mal auf die Mikrofonierung ein, ohne Witz. Aber das dauert dann so. Ich möchte heute noch ein kleines anderes Nerd-Talk-Thema aufmachen, das, was sich jetzt nicht ums Schlagzeug dreht. Ihr werdet das gleich merken. Wenn ich dann nochmal ein Close-Up von kriege, dann gebe ich da auf jeden Fall Bescheid und gebe da meinen Senf dazu. Timestamps oder Zeitstempel werdet ihr dann wieder finden. Aber irgendwann gehe ich da ein bisschen mal auf die Mikrofonierung ein. Das sieht so majestätisch, so schön aus, Digga. Das ist so ein Klopper an Schlagzeug. Ich kann es gar nicht einschätzen. Ist es da noch hell? Es ist wahrscheinlich so gerade Dämmerung. Also es ist gerade so am Dunkelwerden. Aber genau dann hätte man ja irgendwie noch eine halbe Stunde, Stunde warten können. Dann hätte man diesen Leuchteffekt irgendwie aus dem Mund von Till noch besser rüberbringen können. Oder ist es ihm in dem Fall egal? Ich glaube aber nicht. Ich habe Till als einen sehr detailverliebten Menschen kennengelernt. So gerade auch durch die Making-ofs und so weiter. Er lässt sich ein Loch durch die Wangen stechen, damit man das Kabel im Musikvideo nicht sieht. Also das sagt schon alles über den Menschen aus. Und wenn ihr keine Antwort wisst, richtig ist, du hast mich lieb. Bist du traurig und allein, wir sind zurück, schalte ein. Junge, auch was für eine Optik einfach mit diesen riesen Scheinwerfern links, rechts, holy shit. Kriegen wir noch ein Close-Up, eine kurze Nahaufnahme von Paul oder Richard, bitte. Boah, wie das geschrien wird, ne? So, man muss nur drum bitten, da haben wir es doch schon. Wir haben hier zu meiner Linken oder zu eurer rechten Linken, ist ja auch egal wie, ne? Ihr seht ja, Paul, Topfschnitt am Start, mit seiner Gitarre, spielt sein Stück und ist glücklich. Und genau hier setze ich auch meinen Nerd-Talk für das heutige Video an. Ich packe Zeitstempel rein, Timestamps rein für jemanden, der das nicht mitkriegen möchte oder sowas, dem das zu viel ist. Könnt einfach skippen und die Reaktion so weiterschauen. Allerdings wurde mir schon öfter jetzt die Frage gestellt und ich habe selber erst letztens gemerkt, dass ich diese Frage noch nie wirklich beantwortet habe. Ich versuche sie so gut wie es geht zu beantworten. Es gibt da draußen Leute bestimmt, die es besser beantworten können als ich. Deswegen, ihr seid auch gefragt, korrigiert mich da bitte in den Kommentaren. Aber die Frage lautete, Patrick, wieso haben die eigentlich drei Gitarristen? Oliver brauchen wir nicht wirklich erklären. Er ist Bassist. Wir haben einen Bassisten fast in jeder Band, ne? Den Unterschied zwischen einer E-Gitarre und einem E-Bass habe ich irgendwann die Videos davor erklärt. Längere Abstände, längerer Hals, weniger Saiten etc. pp. Die Rolle von Oliver ist in dem Fall geklärt. Jetzt gibt es hier aber zwei E-Gitarren auf der Bühne. Eine, die Paul spielt und eine, die Richard spielt. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, aber die spielen ja das Gleiche. Warum hat man dann zwei Leute auf der Bühne, die genau das Gleiche spielen? So ist es aber nicht. Und hier kommt der kleine Nerd-Talk. Es ist in der Tat nicht so, dass Richard und Paul das gleiche spielen, weil sonst wäre es irgendwie doppelt gemoppelt und es wäre einfach unnötig. Also Real Talk, es wäre unnötig. Es ist ja aber nicht so. Paul ist der Kollege, der die Rhythmik spielt, der Rhythmusgitarrist, beziehungsweise derjenige, der die Rhythmusgitarre spielt, vielleicht so ist es besser ausgedrückt. Und Richard ist in dem Fall der Kollege, der die Leadgitarre spielt. Ihr müsst mal drauf achten, ihr werdet wahrscheinlich kein einziges Solo von Paul sehen, jemals. Das wird immer eigentlich Richard spielen, weil er die Leadgitarre spielt. Zur Erklärung, die Rhythmusgitarre spielt, wie der Name schon sagt, den Rhythmus. Auch ganz nah gepaart mit dem Schlagzeug zusammen, dass es da quasi rhythmisch Hand in Hand geht. Die Rhythmusgitarre ist auch ganz anders effektiert wie die Leadgitarre. Sie spielt eher viel mehr den Rhythmus in kürzeren Abständen, so eben halt mit dem Drummer zusammen. In den meisten Fällen, es gibt da auch Ausnahmen. Richard ist der Leadgitarrist und spielt eigentlich die hauptsächliche Melodie. Und das spielt Richard in dem Fall. Das heißt, die spielen nicht das Gleiche. Anhand von dem Spielstil wird man da auch Unterschiede erkennen.
wenn ihr da mal genauer hinguckt. Allerdings können wir leider kein Close-up von Paul und Richard zur gleichen Zeit kriegen, weil sie relativ weit auseinander stehen und relativ selten zusammenkommen, außer sie wollen sich mal küssen, ne? Aber da gibt es auch wesentliche Unterschiede im Spielstil. Das wollte ich nur mal ganz kurz irgendwie versuchen zu erklären, ein bisschen, weil die Frage schon öfter aufkam, warum wir denn zwei E-Gitarren auf der Bühne haben. Ganz wichtig, sie spielen nicht das Gleiche. Richard spielt die Solos, die Melodie, Paul eher den Rhythmus und gut ist. Digga, Oliver sieht so abgespaced aus irgendwie. Hier sieht man ganz schön, dass Paul auch immer nur diese Riffs mitspielt, dieses Ba-ba-ba-bam. Bababam, in dem Fall jetzt gerade, natürlich ist das auch gerade der melodische Anteil so, also passiert da wirklich nicht viel mehr außerhalb dieser Riffs, aber er hängt sich da auch immer ganz nah an Christoph ran, dass er quasi rhythmisch immer mit ihm mitgeht, deswegen auch Rhythmusgitarre. Ja, die Haare stehen aber. Was denkt ihr, wie viel Haarspray-Dosen in diese Haare versenkt wurden? Da wurde bestimmt erstmal Gel ordentlich reingeklatscht, damit das Ding überhaupt irgendwo mal steht. Wahrscheinlich das Gel von Richard. Und dann wurden nochmal ordentlich 3-4 Dosen Spray da reingeballert. Holy shit, das Ding wird in 3 Wochen noch stehen, ohne Witz. Richard ist weg, okay. Hat frühzeitig Urlaub beantragt, er muss weg. Oh, nice, wie er jetzt das, wie Christoph jetzt Schlagzeug spielt. Super nice irgendwie. Nochmal so voll aufbauend so. Doch, man sieht schon gutes Leuchten irgendwie aus dem Mund, oder? Also auf der Kamera kommt es schon sehr gut rüber, aber auch nur, weil jetzt der Hintergrund komplett dunkel eigentlich ist, bis auf, ne, bis auf die Scheinwerfer, die auf das Schlagzeug strahlen. Aber vorhin, wo er mit dem Lift runtergefahren worden ist, finde ich, hat es so ein bisschen, man hat es trotzdem gesehen, aber es hat so ein bisschen gefehlt, oder? Halt mal die Kamera still, meine Güte. Ihr seht auch, dass Richard ganz anders auch die Saiten unten spielt. Wisst ihr, was ich meine? Also er spielt nicht dieses Ba-ba-ba-ba-bam, Ba-ba-ba-bam wie Paul, sondern er spielt quasi durchgehend und immer nur, er drückt hier seine Akkorde durch und gut ist. Wisst ihr, was ich meine so? Also das ist ein ganz, ganz krasser Unterschied zwischen einer Lead- und Rhythmusgitarre. Also bitte nicht verwechseln irgendwie so, ne? Das war's, tschüss, ich geh. Und das ist der Zeitpunkt, wo er sich umzieht, ein Jetpack auf den Rücken schnallt, enges Flügel dran knallt oder irgendwie einen Flammenwerfer rausholt. Da geht die Party jetzt erst los. Alter, das war laut, oder? Seid mal ehrlich, ich bin ein bisschen erschrocken. Jetzt Real Talk. Hätte man mich auch vorwarnen können, ohne Witz. Das war schon laut, oder? Fast ein zweites Mal erschrocken. Holy shit, das war schon, der Knall war laut, ohne Witz. Und dann noch in der ersten Reihe, oh, da ist jetzt so ein Hörschaden nach dem Intro. Brauchst gar nicht weitermachen, die Hälfte der Songs hörst gar nicht mehr. Ey, das war das RAM-Lied aus diesem Jahr. War sehr interessant zu sehen, was da neu dazu gekommen ist, was vielleicht weggefallen ist auf der neuen Bühne mit neuen Outfits. Sehr schön, Real Talk. Wir sind Dienstag live, kommt da gerne vorbei. Wir geben uns Zick-Zack oder Zack-Zick oder ihr kennt den Song auf jeden Fall besser als ich. Genießt das Wochenende, bleibt gesund, passt auf euch auf. Peace.